Hey Whisky-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tim testet Whisky. Ja, heute Türchen Nummer 15. Wir haben Freitag, endlich Wochenende. Ich bin mal gespannt. Gestern hatten wir ja einen schönen Raucher. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den Netjack nicht rauserkannt habe, aber so ist das manchmal. Deshalb bin ich heute umso motivierter, den Kollegen hier rauszuschmecken. Aber ich glaube, es wird wieder sehr schwer werden, gerade auch bei diesen Abfüllungen. Nichtsdestotrotz werde ich es natürlich wieder probieren. So. Riecht schon mal schön. Schöne erste Nase. Schön süß. Ich mag ja süße Whiskys, obwohl Whiskys ja eigentlich nicht süß sind, aber diese Assoziation finde ich schön. Boah, der erinnert mich an den Wochensieger von letzter Woche. An den Excalibur. Oh, hat so was von Aprikose wieder, so leicht. Gepaart mit Sauerkirsch. Ein bisschen Apfelkompott habe ich hier. Oh, sehr schön. Sehr schöne Fruchtaromen. Ah, der wird wahrscheinlich. Ist es dann wieder ein Alter? Der im Bourbonfass war? Wenn ich jetzt kombinieren würde, würde ich drauf tippen. Ein Sherry-Aromen habe ich hier eher nicht drin. Nicht ledriges. Und so. Aber gebrannte Mandeln, so ein bisschen. So diese süßliche Mandel. Oh, und jetzt kommt auch so leichtes Zitrusaroma. Ja, Zitrone. Ein bisschen was von Orange hat er. Boah, schön. Und der erinnert mich an Weihnachten. Ich will jetzt nicht sagen an Printen, aber so ein bisschen Orange, Zitrone. Ja. Schön. Schöne Nase, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Slantje. Zuerst dachte ich, okay, 42 Volumenprozent, dann dachte ich, okay, 48 Volumenprozent und dann dachte ich, okay, 54 Volumenprozent. Also erst leichte Salzaromen, aber überdeckt von einer schönen Würzigkeit, die schön die Zunge einnimmt. Und jetzt habe ich wieder diesen leichten Aprikose-Apfelkompott-Geschmack auf der Zunge. Boah, lecker. Boah, schönes Teil. Abgang, ja, mittellang. Hält. Also, ganz süßliches Malz. Ich muss sagen, diese Woche wird es echt schwer, einen Wochensieger zu finden. Mama mia. Oh, jetzt kommt trockene Eiche. Oh, Wahnsinn. Ein bisschen Eukalyptus sogar, meine ich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber irgendwie. So ein bisschen hat er. Ich muss einfach nochmal einen zweiten probieren. Jetzt kommt die trockene Eiche voll durch. Alkohol ist nicht mehr ganz so intensiv. Leichte weiße Pfefferaromen habe ich trotzdem. Der war im Bourbonfass. Als ich dachte, der in so einem Refill Sherry-Fass war. Glaube ich nicht. Ja, schönes Teil. Abgang auf, mittellang.
erinnert mich auch ein bisschen nach Haselnuss, hab ich auch noch. Schön. Ich muss sagen, ich bin wieder sehr gespannt, was wir haben. Meine Tipps sind Bourbonfass. Alter, schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Ich würde ihn jetzt alt tippen. Also ich glaube nicht, dass es wieder eine europäische Eiche ist. Ich würde einfach mal 27 Jahre sagen. Ich glaube, er ist älter als 25. Ich glaube, es ist wieder ein richtig altes Teil. Alkoholprozente 52,7. Region Highlands. Ja. Würde ich mal so tippen. Ich bin gespannt. Ich denke gerade dran, vielleicht an den unabhängigen Abfüller Scotch Universe. Vielleicht ist das eine Abfüllung von. Nein! Ach Mensch, ey. Nochmal gucken. 15, passt. Eieiei. Wir haben wieder einen Glenmorangie, der im Bordeaux Red Wine Cask war. Ja, wie viele Jahre habe ich gesagt? 27. Könnte auch ein paar Jährchen von 8 abziehen. 8 Jahre. Hand bottled at Distillery. Ach krass. Also handabgefüllt bei der Distille in Schottland. Natürlich steht dann hier keine Flaschenzahl, weil da gibt es halt nur so ein Fass, wo man sich das abfüllen kann. Das wird auch nicht verkauft groß. 2008 destilliert. Ja, Volumenprozente war ich wieder auch knapp daneben. 60,5. Ja, Single Malt, klar. Klasse Teil. Also Glenmorangie. Top. Kann ich nur weiterempfehlen. Jetzt diese Abfüllung hier. Weil den wir am Mittwoch hatten, der war ja auch schon so. Der war auch nicht schlecht. Ich glaube, hatte ich den auch zu alt getippt? Ne, ich glaube, da war ich relativ nah dran. Ja, toll, freut mich. Schönes Teil. Fast war ich zwar auch wieder daneben, aber ja. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hatte viel Spaß. Schönes Teil. Auch mit viel Potenzial zum Wochensieg. Diese Woche wird es echt eng. Also, das wird eine harte Entscheidung für mich. Bin mal gespannt, was mich jetzt noch am Wochenende erwartet. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen, Samstag wieder. Und bis dahin, alles Gute. Euer Whisky-Tim.